Achtsamkeit, Bewusstsein. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich heute zu einer weiteren Serie, zu einem weiteren Video zum Thema mehr Achtsamkeit für dich, um so zu einem erfüllteren, bewussteren und glücklicheren Leben zu finden. Und heute geht es um das Thema Bewusstsein, insbesondere ein bewusstes Denken, eine bewusste Denkweise sich anzueignen. Es ist inzwischen wohl nachgewiesen, dass wir etwa 60.000 Gedanken Tag für Tag denken. Wir werden also gedacht. Das rattert hier durch. Wir haben morgens noch nicht so richtig die Augen auf und schon fängt es in uns an zu denken. Und jetzt stellen wir uns mal vor, diese 60.000 Gedanken, die wären alle total konstruktiv und erfüllend und bereichernd für uns. Was hätten wir für ein wunderbares Leben? Es ist auch nichts Neues, dass wir uns mit unseren Gedanken unsere Realität erschaffen. Und wenn man jetzt im Außen nicht die Lebensrealität vorfindet, die man vom Herzen gerne haben möchte, dann ist es im Grunde genommen der Rückschluss, eigentlich einfach, sich eine bewusstere Denkweise anzueignen, denn mit unseren Gedanken erschaffen wir uns unsere Realität und die Gedanken auszusortieren, die uns einfach daran hindern, auf den Weg unseres Herzens zu kommen. Ich weiß, das klingt jetzt alles ganz simpel und einfach. Es ist im Prinzip auch simpel und einfach, aber dennoch ist es nicht leicht, das Ganze mal umzusetzen. Zunächst einmal, und deshalb habe ich auch diese Zahl jetzt genannt, von diesen 60.000 Gedanken etwa, die tagtäglich durch unseren Kopf schwirren, sind etwa nur 3% wirklich konstruktiv, die uns wirklich weiterbringen. Beziehungsweise unsinnige Gedanken, wie wenn wir jemanden sehen und denken, wie hat der die Haare oder wie ist der gekleidet oder was fährt der für ein Auto. Oder beim Einkaufen unterwegs sind im Supermarkt und da bewertend und beurteilend unterwegs sind, wenn wir Menschen sehen oder auch uns selbst im Spiegel anschauen und uns selbst be- und verurteilen. Das sind ja alles so unsinnige Gedanken, die uns einfach durch den Kopf schwirren, die uns in keinster Weise weiterbringen. Und deshalb möchte ich dich mal dazu anleiten, zu einer Gedankenhygiene zu machen. Wir waschen und duschen uns tagtäglich. Aber wie schaut es mit unserer Gedankenhygiene aus? Und darum geht es einfach auch im heutigen Video. Ich möchte dich dazu animieren, mal ab heute deine Gedanken ganz bewusst zu beobachten. Und auch, soweit es dir möglich ist, soweit du das kannst, dich darin zu üben, auch mal deine Gedanken zu hinterfragen. Dieser Gedanke, der mir jetzt gerade durch den Kopf schwirrt, bringt der mich wirklich weiter? Und wenn da ein Nein kommt, dann lass ihn einfach ziehen, lass ihn weiterziehen und geh nicht in Resonanz damit. Und die Gedanken, die dich wirklich weiterbringen, dann schau einfach, dass du in der Richtung anfängst, bewusst mehr von diesen Gedanken zu denken. Und das kannst du natürlich auch unterstützen, indem du zum Beispiel den Tag damit beginnst und dir eine Affirmation oder eine Affirmation zu dir selbst schreibst. Du kannst da zum Beispiel hingehen und kannst dir rückensterbende Zitate holen und die aufschreiben, die du dann tagsüber immer mal wieder in dein Bewusstsein lässt. Vielleicht kannst du es immer noch mal lesen, dass du es auf den Zettel schreibst und dein Portemonnaie machst oder du hast ein Tagebüchlein, wo du dir es tagtäglich reinschreibst. Dann trägst du es ja auch automatisch in dein Bewusstsein mit dir mit. Oder du magst vielleicht auch beginnen, so im Laufe der Zeit, das war bei mir so, dass ich angefangen habe, von Zitaten wegzukommen und so meine eigene Affirmationen da zu schreiben. Also positive Gedanken zu formulieren über mich selbst, über mein Leben, über das, was mein Herz begehrt, dahingehend, wie mein Leben denn im Außen optimalerweise ausschauen soll, also mir immer mehr dessen bewusst zu werden, dass ich mir selbst im Außen ja durch meine Gedanken einfach meine Realität erschaffe. Und dann mach dir auch bitte mal eines bewusst, dass du selbst die wichtigste Person in deinem Leben bist und dass du es dir auch wert sein darfst, dich so um dich selbst gut zu kümmern. Sei dir selbst die beste Freundin, der beste Freund, denn
Ja, schau mal, wenn deine Freundin oder dein Freund zu dir kommt und klagt über irgendwelche Dinge, dann klopfst du ihm oder ihr ja auch auf die Schulter und sagst, ist doch nicht so schlimm, das nächste Mal machst du es besser und tröstest sie und. Und schau auch mal, dass du auch so gedanklich mit dir selbst ganz liebevoll umgehst und auch aufhörst, diese verurteilenden Gedanken, wenn dir ein Missgeschick passiert oder wenn irgendwelche Dinge im Außen sind, die nicht so prickelnd sind, dass du dich da Tage, vielleicht auch wochenlang für selbst ver- und beurteilst. Hör auf damit, stell dir einfach vor, du könntest dich neben dich stellen und du bist deine beste Freundin, dein bester Freund. Was würdest du ihm oder ihr in diesen Momenten sagen? Und dann sag das bitte selbst zu dir und fang so an, immer mehr und mehr bewusster zu denken und dir so ganz automatisch quasi im Laufe der Zeit ein immer bewussteres Leben einfach zu erschaffen und dir immer mehr dessen bewusst zu sein, dass du selbst der Schöpfer und Erschaffer deiner Lebenswirklichkeit bist. Das war meine Anregung für heute zum Thema Achtsamkeit. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis morgen, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard. Ciao, ciao.